Du brauchst ein Geschenk, bist aber gerade knapp bei Kasse? Einen alten Blumentopf hat fast jeder daheim. Für einen coolen Effekt gieße 3 bis 4 Nagellackfarben in etwas Wasser. Tunke nur noch den Topf hinein und voilà, jetzt ist der Blumentopf bereit zum Verschenken. Hier kommt jede Pflanze zur Geltung. Diese Idee bringt alle Schokoladenherzen zum Schmelzen. Sieht das lecker aus. Was wäre ein Geschenk ohne ein bisschen Dekoration? Kennst du jemanden, der sich über diese schokoladige Überraschung freuen würde? Du sparst eine Menge Geld, wenn du alte Kerzenreste schmilzt. Vorsicht, heiß, verbrenn dich nicht. Kerzen und Glitzer? Perfekte Kombination. Das sieht toll aus. Platziere eine Klammer auf die Öffnung des Glases und klemm den Docht dazwischen. Beim Dekorieren kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Dieses Geschenk kann sich sehen lassen. Du hast noch alte Keksausstecher im Haus? Klebe etwas Basteldraht auf den Keksausstecher und befülle ihn mit Beton. So clever! Was für ein tolles Geschenk! Wir verwandeln diese langweilige Handyhülle in etwas Fantastisches. Tauche den Radiergummi deines Bleistifts in Farbe und schau, was passiert. Die Blütenblätter gehen auch ganz leicht. Das ist toll und kostet nicht viel. Du wirst sicher erstaunt sein, was wir aus diesen Kaffeefiltern machen werden. Zuerst werden die Filter in ein Gemisch aus Farbe und Wasser getunkt. Nun muss alles gefaltet und zurechtgeschnitten werden. So aufregend! Jetzt werden die Kaffeefilter von unten auf einen Spieß gesteckt. Und voilà, fertig ist die Kaffeefilterblume. Wer hätte das gedacht? Mit diesen Wollresten wirst du deine Freunde überraschen. Mit der richtigen Knüpftechnik entstehen tolle Muster. Das sieht vielleicht etwas kompliziert aus, ist es aber nicht. Und fertig! Beste Freunde für immer!